Sorry, ja, mit der Technologie ist es so eine Sache, wie wir auch gleich sehen werden. In-vitro-Fleisch, die effektivste globale Vegan-Strategie, und ist das überhaupt eine Vegan-Strategie? Wie soll man das evaluieren? Ja? Es wurde gesagt, ich bin Philosoph, ich bin Ethiker und Sozialunternehmer, ich bin also nicht Naturwissenschaftler und Technologe. Das heißt, ich werde dieses Thema hier einleitend nun aus ethischer und strategischer Sicht beleuchten. Ich glaube, der Redner nach mir wird das Ganze dann naturwissenschaftlich, technisch und ökonomisch aufziehen. Es ist hier auch von In-vitro-Fleisch die Rede, es geht aber allgemeiner um In-vitro-Tierprodukte, ja? Also auch In-vitro-Milk, Eggs, Fisch, das ist die Thematik. Eigentlich will ich zunächst ein paar Minuten über die Kutsche sprechen, ja? Das Gefährt der Wahl bis ca. 1910, damit aber insgesamt auch klar ist, worum es letztlich gehen soll. Kurz ein Wort zum In-vitro-Fleisch. Ja, worum geht es hier überhaupt? Eben ganz grob, wie gesagt, es geht hier nicht um die naturwissenschaftlich-technische Perspektive, sondern um eine ethisch-strategische. Aber grundsätzlich geht es darum, so In-vitro steht natürlich für im Glas, ja, im Reagenzglas. Es geht darum, Fleisch, Muskelzellen oder andere Tierprodukte im Reagenzglas nachzuzüchten. Dazu kann man einem Tier eine Biopsie entnehmen und danach sozusagen in einem Nährmedium mit gewisser Stimulation die entsprechenden Muskelzellen wachsen lassen, und aus einer Stammzellprobe können so bis zu 20.000 Muskelfasern letztlich entstehen. Das ist so im Groben die Technologie. Klingt alles ganz simpel, ist natürlich wie immer aber so, dass der Teufel im Detail steckt, insbesondere dann auch in der ökonomischen Skalierbarkeit. Ja. Also wenn man sozusagen ein Proof of Concept hat, wir haben mal einen Burger, 2013 hat Mark Post den ersten In-vitro-Burger vorgestellt, Preisklasse 100.000, ja, ungefähr. Das ist auch nicht unüblich bei neuen Technologien, und dann ist natürlich die Frage, ja, wie lange dauert es denn noch, bis dieser Preis endlich sozusagen marktfähig wird. Aber gut, nun kurz zur Kutsche, ja, das Gefährt der Wahl bis 1910. Was lässt sich aus ethischer Sicht dazu sagen? Ich glaube, die Verkehrslage damals, ja, viele Millionen Pferde und Kutschen im Umlauf, war durchaus auch eine ethische Problemlage. Ja. Das sind empfindungs- und leidensfähige Wesen. Wenn man sich vergegenwärtigt aus Tierschutzsicht, was das bedeutet für ein solches Wesen, diese Arbeit, eigentlich Sklavenarbeit nachgehen zu müssen, dann ist das ziemlich übel wohl, und man muss zum Schluss kommen, dass es sich hier wohl auch um millionenfaches Leid gehandelt hat. Ja? Die Verkehrslage von damals als ethische Problemlage. Jetzt mögliche Lösungsstrategien. Was konnte man dagegen tun? Einerseits war es möglich, zum Beispiel auf moralische Überzeugungsarbeit zu setzen. Ja? Sozusagen Individuen mit Argumenten, auch mit Emotionen, ja, ich meine, das schließt sich überhaupt nicht gegenseitig aus. Ich glaube, gute Argumente sind immer auch emotional angemessen fundiert. Jedenfalls moralische Überzeugungsarbeit und ein Appell zum Konsumverzicht, das wäre eine Lösungsstrategie gewesen, haben einige Tierschutzorganisationen auch verfolgt. Weiter könnte man spezifisch politische Überzeugungsarbeit zu leisten versuchen, ja, politisches Lobbying, mit dem Ziel, das Ganze zu regulieren, zum Beispiel die Anzahl Kutschen und Pferde zu begrenzen, die Tierschutzstandards zu erhöhen oder letztlich natürlich dem politischen Ziel, ein Verbot durchzubringen. Ja, das war auch eine Strategie, die ebenfalls verfolgt wurde. Und last but not least könnte man auch einen technologischen Fix ins Auge fassen. Ja, sozusagen die ganze Geometrie des Marktes verschieben, dadurch, dass man ein neues, in jeder Hinsicht besseres Angebot erzeugt. Ja, ich meine, das wäre dann aus tierschutzethischer Sicht besser, aber eben auch ökonomisch. Ich meine, vielleicht gibt es dann neue Externalitäten, ja, wissen wir inzwischen natürlich, in Sachen Umwelt insbesondere. Aber ansonsten ist das Produkt zunächst in jeder Hinsicht besser, so dass man eine Lösung hinkriegt, ohne dass irgendwer von irgendetwas überzeugt wurde. Das war hier die dritte Lösungsstrategie. Wurde von Tierschutzgruppen nicht explizit angestrebt. So hat die Lösung auch nicht ganz ausgesehen. Ja. Das wäre vielleicht so ein Zwischending gewesen. Missing Link.
Aber das war die Lösung, ja, die sich dann ergeben hat. Also wie gesagt, bis 1910 dominierten Kutschen noch entsprechend auch die Pferde. Viele Millionen Tiere im Einsatz, millionenfaches Leid vermutlich. Und dann ging es ziemlich schnell. Dann hat das Automobil richtig angezogen und hat sich komplett durchgesetzt. Also das war die Lösung, das war der technologische Fix, der hier letztlich dieses ethische Problem hat verschwinden lassen, zumindest weitgehend. Und wie gesagt, eben nicht durch Überzeugungsarbeit, weder durch moralische noch durch politische Überzeugungsarbeit, sondern durch diese technologische Innovation. Und ich glaube, es ist bemerkenswert, sich zu vergegenwärtigen, dass die moralische Überzeugungsarbeit und die politische in dieser Hinsicht ja weiterhin eigentlich nicht erfolgreich war. Ja? Also wir schreiben das Jahr 2020, mehr als 100 Jahre später, und Kutschen, ich meine, klar, eben, weil es diesen technologischen Fix gibt seit 100 Jahren, sind sie weitgehend aus dem Verkehr verschwunden. Aber es ist keineswegs so, dass sie moralisch oder rechtlich gar geächtet werden. Ja? Im Gegenteil. Also sie werden großmehrheitlich, moralisch und rechtlich weiterhin akzeptiert und gelten nicht als die Tierquälerei, die sie sind, letztlich. Also hier, glaube ich, war es ein Segen für das Tierschutzproblem, für dieses ethische Problem, dass es den entsprechenden technologischen Fix gab. Und ja, strategisch im Rückblick kann man sich fragen, wäre es dann vielleicht nicht auch vielversprechend gewesen, wenn Tierschützerinnen und Tierschützer oder frühe Tierrechtler das auch ganz explizit als Strategie ins Auge gefasst hätten und vielleicht auch mitgefördert hätten. Ja? Also ich meine, vielleicht hätte man es hingekriegt, die Technologie schon 10 Jahre früher marktfähig zu machen, und das hätte dann vielen Millionen Pferden entsprechend Leid erspart. Gut, gehen wir zur Ernährung über. Ich glaube, auch hier, ja, ist der Status quo ein riesiges, ich meine, unvergleichlich größeres ethisches Problem. 100 Milliarden Landtiere und buchstäblich Billionen Wassertiere werden jedes Jahr global getötet und konsumiert. Auch hier sind es natürlich empfindungs- und leidensfähige Wesen, die ethisch zählen. Und entsprechend resultiert hier, ich meine, das sind alles hochindustrielle Prozesse. Selbst wenn man vergleichsweise strikte Tierschutznormen hat, das geht gar nicht ohne unermessliches Leid. Das geht schlicht nicht. Wenn man leidensfähige Wesen zu Waren macht, milliardenfach, billionenfach, dann entsteht nolens volens unermessliches Leid. Also auch hier die Ernährung als massives ethisches Problem aktuell. Jetzt kann man sich auch hier natürlich überlegen, ja, im Grundsatz, wie sehen die möglichen Lösungsstrategien aus? Auch hier natürlich moralische Überzeugungsarbeit, die möglich ist, letztlich mündend in einen Appell zum Konsumverzicht. Dann spezifisch politisch orientierte Überzeugungsarbeit, politisches Lobbying, Regulierung, Teilabschaffungen, Legebatterien werden abgeschafft, dann wird vielleicht das Kükenschreddern und Vergasen abgeschafft, vielleicht kann man breitere Produktionsformen abschaffen, so in Richtung Abolitionismus gehen, partiell vielleicht, all diese Dinge sind möglich. Und nicht zuletzt gibt es eben auch technologische Fixes, ja. Also die Kreation, ja, von pflanzlichem Fleisch und pflanzlicher Milch und so weiter, das ist natürlich auch ein technologischer Fix. Der ultimative technologische Fix wäre aber vermutlich der, das Produkt sozusagen eins zu eins nicht nur zu imitieren oder zu simulieren, sondern wirklich eins zu eins nachzubauen, ja, in all seinen Eigenschaften, abgesehen davon, dass es eben nicht mehr von leidenden Tieren stammt. Hier eben In-vitro-Fleisch und alle weiteren Tierprodukte mehr. Und selbstredend sind auch Hybridstrategien möglich, die sind letztlich wohl am effektivsten. Also man kann die verschiedenen Strategien selbstredend auch kombinieren. Weil, wie man so schön sagt, die besten Argumente nicht selten auch durch den Magen gehen. Ja, wenn man das kombiniert, wenn man der Gesellschaft Alternativen aufzeigt, pflanzliche Tierproduktimitate oder dann vielleicht letztlich eben auch In-vitro-Fleisch, In-vitro-Milch und so weiter. Und das Ganze sekundiert mit moralischen und politischen Argumenten, dann ist das vielleicht am effektivsten in der Summe als Gesamtpaket. Man kann jetzt aber schon noch weiter reinzoomen und sich fragen, ja, wie ist es denn mit diesen technologischen Fixes im Einzelnen?
Ist zum Beispiel pflanzliches Fleisch, pflanzliche Milch, ist das ein hinreichender Fix? Lässt sich dazu was sagen? Sind wir hier definitiv auf gutem Weg? Ich meine, dass wir auf grundsätzlich vielversprechendem Weg sind, es wurde erwähnt in der Einführung, ist klar, ja. Also ich meine, es gibt mehr Vegetarierinnen, Vegetarier, Veganerinnen, Veganer als jemals zuvor. Wir haben, glaube ich, eine gute Trendlinie. Trotzdem lohnt es sich, hier auch mal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, wie sieht das großräumig aus? Und dann letztlich auch ja, geostrategisch, weil das ist ein globales Problem mit den ganzen Auswirkungen. Und eine etwas pessimistische Perspektive könnte vielleicht schon darauf hinweisen, also ich meine, ich bin auch seit 15 Jahren Teil der veganen Bewegung. Und ich glaube, man muss teilweise schon auch einen Schritt zurücktreten und eben das große Ganze in den Blick nehmen. Ich glaube, es geschieht auch leicht, dass man sich dann sozusagen so ein bisschen verliert in den Details. Ich meine, eine pessimistische Perspektive von außen könnte sagen, naja, aber es gab jetzt viele Jahrzehnte des Aktivismus. Die britische Vegan Society wurde 1944 gegründet. Es gab eine vegetarische Reformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir haben ein Jahrhundert des Aktivismus. Und Veganerinnen und Veganer sind weiterhin eigentlich eine kleine gesellschaftliche Minderheit. Ja, im tiefen einstelligen Prozentbereich, könnte man sagen. Und dann gibt es auch Studien, die zu bedenken geben zum sogenannten vegetarisch-veganen Rezidivismus. Ja. Ein medizinischer Term eigentlich steht für Rückfall, für die Rückfallquote. Also wie viele Vegetarierinnen, Veganerinnen fallen eigentlich zurück? Und die Zahlen hier sind ziemlich hoch. Also die Studien kommen eigentlich allesamt zum Schluss, dass mehr als 50% der Leute, die sich jemals in ihrem Leben dazu entscheiden, vegetarisch oder vegan zu werden, irgendwann wieder Tierprodukte konsumieren. Wenn man zu berechnen versucht, was die durchschnittliche Verweildauer sozusagen ist beim Vegetarismus oder Veganismus, kommt man auf etwa 5 Jahre. Jetzt, das muss noch nicht zwingend pessimistisch stimmen. Ja, ich meine, also die Leute, die zurückfallen sozusagen, sind dann oft noch Flexitarier und nehmen das Ganze weiterhin sehr ernst, haben also einen stark reduzierten Tierproduktekonsum. Und dennoch lohnt es sich, glaube ich, einen Blick auch auf diese Zahlen zu werfen. Die Gründe, die angegeben werden, sind ungefähr in dieser Reihenfolge durchaus auch der Geschmack, dass man sich halt irgendwie gesehnt hat nach echten Tierprodukten. Gesundheitliches, Soziales, bei der Gesundheit, das ist durchaus speziell. Die meisten Veganerinnen und Veganer wissen, und das geben sie in den entsprechenden Umfragen auch an, dass der Veganismus absolut gesund und gut möglich ist, vermutlich bedeutend gesünder, ja, sicher sehr, sehr gesünder als die aktuelle Standardernährung. Aber dann ist es im Leben oft so, dass man teilweise das eine oder andere gesundheitliche Wehwehchen hat oder vielleicht auch was Größeres und sich dann fragt, okay, jetzt muss ich was umstellen. Ich habe keine Ahnung, woher es genau kommt, diffuse Symptomlage. So ist es ja auch bei der Umstellung auf den Veganismus nicht selten, dass jemand auch gesundheitliche Probleme hat und dann halt auch was umstellt und vielleicht mal den Veganismus ausprobiert und sich dann auch umwelt- und tierethische Gedanken macht. Das fließt ja oft alles zusammen. Jedenfalls, es gibt diese Studien und ich glaube, man sollte sie durchaus ernst nehmen. Jetzt, ich glaube auch, dass wir grundsätzlich auf gutem Weg sind. Das heißt, diese pflanzlichen Fixes, die wir haben, pflanzliches Fleisch, pflanzliche Milch und so weiter, das könnte hinreichend sein. Also ich glaube auch, es ist wirklich vielversprechend, was wir im letzten Jahrzehnt gehabt haben. Ja, und beispiellos. Ich glaube, da haben wir wirklich eine gute Trendline. Also hoffentlich reicht's. Wie gesagt, es gibt mehr Menschen als jemals zuvor, die diese Thematik ernst nehmen und wirklich auch entsprechend etwas tun. Und das stimmt mich durchaus optimistisch. Aber ich glaube, das Problem ist einfach zu groß, als dass wir uns auf eine einzige Strategie verlassen könnten. Ich glaube, wir brauchen einen Fallback oder einen Plan B, ja, falls die pflanzlichen Produkte doch nicht hinreichend sein sollten, letztlich als technologischer Fix im globalen Kontext. Es ist also nicht ratsam, wenn man es mit riesigen globalen Problemen zu tun hat, sozusagen nur auf ein Pferd zu setzen. Ich glaube, es ist sinnvoll, mindestens deren zwei zu haben. Ja, schlechtes Bild. Ich glaube, man sollte diesen Speziesismus eigentlich nicht bestärken. Ich glaube wirklich, dass das Tierquälerei ist und abgeschafft gehört. Aber gut, weg mit der schlechten Metapher. Ich glaube, wir brauchen eine Doppelstrategie. Also einerseits natürlich sollten die pflanzlichen Alternativen, sekundiert durch die ganze Überzeugungsarbeit, den Aktivismus, den wir leisten, das sollten wir weiter treiben. Ja, mit Vollgas. Zusätzlich aber, glaube ich, wenn es gelingt, wirklich marktfähige, skalierbare In-vitro-Produkte zu entwickeln, ja, kultiviertes Fleisch,
In-vitro-Milch und so weiter, dass das ein umfassenderer technologischer Fix sein könnte. Es könnte halt sein, dass die Gesellschaft jetzt auch global einfach aus wirklich irrationalen, unvernünftigen Gründen irgendwie drauf besteht, ja, ein wesentliches Segment der Bevölkerung, dass es irgendwie das echte Produkt sein müsse. Komplett irrational, es gibt keinen vernünftigen Grund, aber der Mensch ist nun mal halt nicht vollständig rational und deswegen ist das auch Teil der Problemlage, die man berücksichtigen muss. Ich komme gleich dazu, ich glaube, das In-vitro-Fleisch könnte durchaus entscheidend sein in globaler Perspektive. Und natürlich ist hier auch ganz allgemein dann das Branding wichtig. Ich spreche jetzt hier in diesem Kontext von In-vitro-Fleisch, damit durchaus auch sehr klar ist, was gemeint ist. Aber fürs Branding eignen sich natürlich Begriffe viel besser wie kultiviertes Fleisch oder auch Clean Meat, ja, und Clean Dairy in Anlehnung an Clean Energy. Da kann man auch, glaube ich, gute politische Synergien dann schaffen und gute Assoziationen erzeugen. Also das Branding wird sicher ist sicher sehr wichtig. Jetzt aber eine Bemerkung zur globalen Perspektive, zur veganen Geostrategie sozusagen, wenn man so will. Ja, es ist ein globales Problem. Es lässt Billionen Tiere leiden. Es bedroht die Menschheit mit allen Auswirkungen im Umweltbereich insbesondere. Es lässt das Pandemierisiko ansteigen, weil natürlich unsere Tiernutzung ein entsprechender Mikrobenherd ist und so weiter und so fort. Aber jetzt angenommen mal unsere Überzeugungsarbeit eben mit insbesondere den pflanzlichen Produkten angenommen. Wir haben einen Wirkungskreis insbesondere in westlichen Ländern angenommen, das verläuft erfolgreich über die nächsten Jahrzehnte bis 2050, sagen wir mal. Ist das Problem dann gelöst? Ja, natürlich keineswegs im globalen Kontext. Ja. Also wir haben UNO-Prognosen für das Jahr 2050, die ungefähr besagen, dass Chindien, das ist die aufstrebende Weltmacht, Chindien 50% und mehr der Klimagase emittieren wird. Ja. Und ebenso, das korreliert natürlich sehr stark, mehr als 50% der Tierprodukte produzieren und konsumieren wird. Das heißt, das Problem ist dann natürlich keineswegs gelöst. Es sei denn, die Chindien ist auch bereits überzeugt. Ja. Aber vielleicht ist das nicht der Fall. Also ich meine, ich bin hier auch keineswegs Euro-Chauvinist oder so, aber ich glaube, es liegt überall viel zu vieles im Argen. Aber es ist nun mal so, glaube ich, dass die europäischen Tierschutzgesetze besser sind, sowohl als die amerikanischen, wie auch als die chinesischen zum Beispiel. In Indien sind natürlich sehr viele Menschen traditionell vegetarisch und vegan aus religiösen Gründen. Ich glaube, 40% weiterhin vegetarisch oder vegan Hindus. Aber die Religiosität nimmt dort in dieser Gesellschaft natürlich auch rapide ab. Und man weiß soziologisch sehr klar, wenn sich Gesellschaften entwickeln, ökonomisch entwickeln, dann nimmt die Religiosität ab, die Gesellschaften werden säkularer. Und wenn der Veganismus in dieser Gesellschaft insbesondere religiös begründet war, dann gibt das Anlass zur Sorge. Ja? Weil wenn es insbesondere eine religiöse Motivation war, dann könnte die entfallen, wenn die Religion schwindet. Das heißt, wir hätten dann im globalen Kontext weiterhin ein großes Problem, das eben nicht gelöst wäre dadurch, dass wir erfolgreiche Überzeugungsarbeit, selbst wenn sie vollständig erfolgreich war, geleistet haben in westlichen Ländern. Also das Problem wäre überhaupt nicht gelöst, möglicherweise. Ein strategischer Weg, damit umzugehen, eben wie gesagt, ja, also die einzelnen Länder, Staaten, Kulturkreise haben halt ihre eigene Pace, was die Entwicklung dieser kulturellen Werte angeht und die Entwicklung der Gesetze und so weiter. Ja, also eben vielleicht ist China einfach noch nicht überzeugt, vielleicht sagt China, jetzt haben wir 2050, jetzt haben wir ökonomisch gerade erst aufgeholt, ja, jetzt gebt uns mal ein bisschen Zeit. Ich meine, wäre menschlich auch verständlich. Wie gesagt, wir hier seit 100 Jahren mindestens wird in unserer Gesellschaft die Überzeugungsarbeit geleistet und wir sind auch noch überhaupt nicht dort, wo wir sein sollten. Und angenommen, wir haben keine marktreifen In-vitro-Tierprodukte, sagen wir 2050, dann kann es halt sein, dass eine Gesellschaft wie China vielleicht noch bis 2080 weiterhin Tierprodukte konsumieren wird. Und das würde dann bedeuten, dass jedes Jahr, ja, zwischen vielleicht eben 2050 und 2080, jedes Jahr tausende Milliarden Tiere weiter getötet würden. Also eine riesige Katastrophe halt. Und ich glaube, wenn wir
skalierbare und marktreife In-vitro-Technologien dann haben werden, dann haben wir zumindest die Chance, dass eben ein Staat wie China vielleicht sagen wird, ja gut, aber ich meine, that's the real thing. Ja? Also selbst wenn sie irrationale Aversionen gegen pflanzliche Produkte haben, glaube ich, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat wie China dann vielleicht auch top-down, hoffen wir, dass die Demokratie bis dann dort auch gesiegt hat, vielleicht auch top-down sagt, ja okay, hier ist ein technologischer Fix, ein wirklich umfassender, wir haben hier sozusagen das echte Produkt, und es ist gesünder herstellbar, zu geringeren Umweltkosten und so weiter. Das machen wir. Das ist wirklich vorstellbar und das könnte wirklich pro Jahr tausende Milliarden Tiere retten und natürlich vielleicht auch den Globus in Umwelthinsicht. Das heißt, ich glaube, wir haben hier einen Plan B sozusagen, der uns in globaler Perspektive einen riesigen Win ermöglichen könnte. Wenn es uns eben gelingt, Clean Meat, Dairy, Fish insbesondere auch, ja, die Fische, das Leid der Fische ist zahlenmäßig vermutlich noch größer als jenes der Landtiere. Ich glaube, wir haben hier die Möglichkeit, zumindest einen riesigen Win einzufahren für die Tiere, für die Umwelt, wenn wir diese Technologien möglichst schnell marktreif verfügbar haben. Ganz zum Schluss zu den Timelines. Ich meine, das wird oft auch in den Medien diskutiert. Ja, also wann kommt die Technologie denn? Ich meine, im Sinne eines Prototyps ist sie natürlich schon da. Eben der In-vitro-Burger, der vor 7 Jahren aber noch 100.000 gekostet hat, jetzt ist man etwa Größenordnung bei 10.000. Viel zu teuer, also überhaupt nicht preiskompetitiv. Und da gibt es natürlich auch sehr viel Hype. Ja, Mark Post, der Erfinder des ersten In-vitro-Burgers, meinte vor 7 Jahren, ja, vielleicht in 7 Jahren dann, oder vielleicht 2025. Ich bin da viel pessimistischer. Ich glaube, wir müssen mit 20, 30 Jahren mindestens rechnen. Aber in einem 30-Jahres-Horizont haben wir sicher eine gute Chance, wenn wir jetzt investieren stärker in diese Technologien, dass wir es wirklich schaffen, marktreif schaffen. Eben, es ist noch ein langer Weg zwischen den Prototypen zum skalierbaren Endprodukt. Aber ich glaube, man kann das hinkriegen in 2, 3 Jahrzehnten. Und auch hier eben die genaue Timeline spielt eigentlich keine Rolle. Also man kann auch andere Technologien betrachten beim autonomen Fahren. Ja, wann kommen vollautonome, selbstgesteuerte Fahrzeuge auf den Markt, wird oft gefragt. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender für unser Handeln strategisch ist die Frage, können wir die Technologie beschleunigen und wie viele Leben, Tierleben, Menschenleben oder wie viele CO2-Gase und so weiter können wir einsparen, dadurch, dass wir die Technologie beschleunigen. Also wenn man sich das überlegt, also angenommen, wir investieren zusätzlich in skalierbares In-vitro-Fleisch, in Clean Dairy und so weiter und wir gewinnen ein einziges Jahr. Was heißt ein einziges Jahr? Das ist viel. Ja? Also angenommen, durch unsere Investments kommt diese Technologie dann ein Jahr früher auf den Markt, als das sonst der Fall gewesen wäre. Ja, dann retten wir sozusagen all diese Tiere, die während dieses ganzen Jahres gestorben wären. Und genauso zum Beispiel eben bei den vollautonomen Fahrzeugen, wenn wir hier und heute stärker investieren in diese Technologie, selbstgesteuertes Fahren, dann, und wenn wir ein Jahr gewinnen, dann retten wir global 1 Million Menschenleben, weil 1 Million Menschen sterben jedes Jahr global im Straßenverkehr. Also ich glaube, das ist das Framework, das hier entscheidender ist. Weniger die Frage, wann genau kommt die Technologie und eben, es gibt immer viel Hype, das ist klar, sondern um wie viel können wir diese Technologie wirklich beschleunigen durch zusätzliche Investments. Ich glaube, das ist die strategische Hauptfrage. Jetzt ganz zum Schluss, Action Points, was kann man denn tun? Ja, ich meine, hier geht es eben um einen technologischen Fix, nicht primär um moralische Überzeugungsarbeit, deswegen könnte man denken, ja gut, das ist jetzt vielleicht was für die Naturwissenschaftler, vielleicht was für die Unternehmer. Aber was kann ich hier tun, wenn ich eben zum Beispiel kein Naturwissenschaftler bin? Wie gesagt, eben, wenn man einer ist oder eine ist, dann kann man natürlich ein entsprechendes Startup gründen oder an der Universität dazu zu forschen versuchen. Wenn man über Geld verfügt, und das müssen nicht große, riesige Beträge sein, dann kann man entsprechende Startups oder universitäre Forschung unterstützen mit Spenden, mit Investments. Das Good Food Institute zum Beispiel leistet in diesem Bereich strategische Forschung und macht auch Spenden und Investmentempfehlungen. Und nicht zuletzt ist natürlich, dass es vielen von uns auch möglich ist, politisches Lobbying möglich, gesellschaftliche Überzeugungsarbeit möglich, mit Veranstaltungen an der Uni, mit journalistischen Beiträgen, mit Blogging und so weiter, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
Ganz zum Schluss, ich habe das Spenden erwähnt, eben, es müssen keine riesigen Beträge sein. Wie gesagt, wenn es jemandem gelingt, Clean Meat zum Beispiel um ein Jahr zu beschleunigen, rettet man sozusagen im Alleingang über 100 Milliarden Landtiere. Weil das ist die Anzahl, die jedes Jahr global geschlachtet wird. Das ist schon krass. Und jetzt kann man zum Beispiel eben junge Leute, die ein Doktorat machen oder einen Postdoc im Bereich In-Vitro-Meat-Forschung, die kann man unterstützen mit Forschungsgrants, mit Stipendien und das kann man natürlich auch crowdfunden. Also zum Beispiel kann eine junge Spitzenforscherin 3 Jahre lang forschen, vielleicht mit einem Grant oder einem Stipendium, das ist so üblich, auf Doktorandenstufe von 60.000 Euro. Das könnte man crowdfunden, crowdsourcen, mit einer Stiftung zusammenarbeiten. Also falls jemand hier Interesse hat, gerne auch auf mich zukommen. Und dann kann man 3 Jahre Spitzenforschung ermöglichen und kann vielleicht das In-Vitro-Meat wirklich beschleunigen. Ganz zum Schluss die Frage an euch. Angenommen, die vegane Ernährung wäre im Jahr, hier geht es jetzt aber auch um die Spendenthematik noch, die vegane oder vegetarische Ernährung wäre im Jahr 600 Euro teurer, also 50 Euro teurer im Monat. Ich gehe davon aus, wir haben einige VegetarierInnen und VeganerInnen hier im Raum. Wie viele von euch würden dann trotzdem noch vegan oder vegetarisch, je nachdem, wie sie konsumieren? Wie viele würden dann trotzdem noch entsprechend konsumieren? Ja, genau, die meisten. Also das ist offensichtlich wert. Also 600 Euro, ja, das wäre es uns wert für unseren eigenen Veganismus. Das wäre dann eine Spende von 600 Euro an den eigenen Veganismus. Und der eigene Veganismus rettet pro Jahr etwa 15 Tiere. Aber wenn wir gewillt sind, 600 Euro zu spenden an den eigenen Veganismus, dann sollten wir wohl erst recht gewillt sein, 600 Euro an eine vegane Welt zu spenden. Ja. Das hat mich persönlich zum Beispiel motiviert, viel mehr auch zu spenden, neben der Überzeugungsarbeit und insbesondere eben auch an diese neuen Technologien. Gut, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion und danke euch herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus